Was für ein niedlicher Morgen. Sehr nett. Na, du Angsthase? Eine Ode an den Herbst. Wunderschöne Jahreszeit, die Bäume bunt und Winter nicht mehr weit. Himmelblau wie ein Kristall, die Blätter kommen nun zu Fall. Ich hasse Dichten. Guten Morgen, Gameli. Guten Morgen, Papa Schlumpf. Braver Junge. Das ist ja eine schlaue Fliege, die du da hast. Oh, danke, Papa Schlumpf. Sie kann sogar Pfötchen geben, soll sie mal? Ach nein, danke, Gameli. Ein andermal. Komm, sitz, Fliege. Flieg hoch und jetzt eine Runde, Fliege. Ich rieche Schnee in der Luft und Schnuffis Nase irrt nicht. Das weiß ich ganz genau. Ja, Chippy, es sieht gar nicht so gut aus. Ich werde die anderen lieber warnen. Sage, keine Zeit zum Quatschen, Schnuffi. Siehst du nicht, dass wir bald spielen? Hier, fang! Wo Schlumpf, welch ein wundervoller Tag zum Picknicken. Georgie, Fauli, warte doch mal. Keine Zeit, Schnuffi. La 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 la. Du Lucy, da kommt ein Riesensturm. Ah, Schnuffi, ein ärgerlicher Tag zum Malen der Herbstblätter. Was? Der Herbstblätter? Da kommt ein grässlicher Wirbelsturm. Was sagst du da, ein Wirbelsturm? Papa Schlumpf, meine Nase irrt sich nie und ich rieche, dass ein Wirbelsturm herzieht. Da hast du vielleicht recht. Ich sehe gleich mal nach in meinem Almanach. Hallo, Zwirni. Könntest du mir einen hübschen Mantel aus diesen Fellstücken machen, ja? Dies hier? Oh, das wird ein Spitzenmantel. Na prima. Ich bereite mich auf den Wirbelsturm vor. Wirbelsturm? Bist du verrückt? Heute Abend hole ich ihn ab. Wiedersehen. Ein Wirbelsturm, hat er gesagt. Ich sag's ja, dieser Tag ist total verrückt. Im Jahre des 70. Schlumpfs. Schnuffi hat recht. Da gibt es einen frühen Schnee. Schlumpffreunde, Papa Schlumpf sagt, der Winter kommt in diesem Jahr besonders früh und wir müssen uns sofort darauf vorbereiten. Also für mich sieht das nicht wie Winter aus. Ja, das ist richtig. Das sieht das nicht aus. Ich hasse Wintervorbereitungen. Es ist zu heiß zum Arbeiten. Gehen wir doch schwimmen. Oh, eine gute Idee. Den Mais können wir auch später ernten. Aber Papa Schlumpf hat gesagt, wir müssen unsere Wintervorbereitungen treffen. Sieht das für dich wie ein Winterhimmel aus, Schlaubi? Auch wenn es dir im Augenblick nicht so erscheinen mag, es ist eine Art blauer Himmel mit wenigen hohen Wolken, eine helle Sonne steht am Firmament und... Hey, wartet auf mich! La, 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 la. Oh, mir ist so heiß. Schlümpfe, wir müssen uns auf einen Schneesturm vorbereiten. Oh, Schnuffi! Wo hast du denn diesen tollen Pelzmantel her? Was ist denn das, Schnuffi? Eine Flohfalle? Ihr mögt das ja komisch finden, aber morgen wird es schneien. Schnuffi hatte recht. Der Winter ist früh da. Ich hoffe, meine Schlümpfe haben sich vorbereitet. Oh, mein glänzender Verstand friert ein. Ich hasse Frieren. Ih, der viele Schnee macht ja fürchterliche Angst. Bahn frei! Ja! Aus dem Weg, ich komme! Hat dir jemand was von Müll gesagt? Ah. Vorsicht, Vorsicht! Hier kommt der schnellste Skifahrer! Ich hasse Skifahrer! Oh Mann, ich hoffe nur, Handy ist zu Hause, um mir ein bisschen Feuerholz zu leihen. Dieser Schnuffi macht mich wahnsinnig. Oh, Papa Schlumpf, uns ist so kalt. Oh, Mann.
Elmo, frieren ist nicht mein Fall. Ich fürchte, niemand interessiert sich für meine Ode an die Kälte. Himmel, was erblickt mein Auge? Mir ist so kalt, dass ich ganz blau werde. Aber du bist doch immer blau, Beauty. Das verstehe ich nicht. Ist es denn nicht schön warm in euren Häusern? Naja, wir wollten gerade Holz holen. Holz holen? Wir haben doch alle Vorbereitungen für den Winter getroffen, meine kleinen Schlümpfe. Wir sind noch nicht fertig. Ich hab's verschlafen. Es war so schön, dass wir so viel zu machen. Ruhe! Kommt rein. Ich möchte gern wissen, was ihr die ganze Zeit gemacht habt. Ich hab eine Überraschung, Schnuffi. Oh, danke, Jopi. Ach, du liebe Güte. Hey, komm zurück, mein Mantel. Das ist nicht ohne Jopi. Hallo, Fürchti. Hast du Joki nicht gesehen? Überraschung, Fürchti. Oh, danke. Das wäre doch nicht nötig, aber... Hey, komm sofort wieder her. Stopp! Fürchti? Fürchti, sag mal, was machst du denn mit Schnuffis Mantel? Schnuffis Mantel? Aber ich... Papa Schlumpf pflegt zu sagen, immer schön alles teilen. Also gibst du mir jetzt lieber den Pelzmantel, denn Papa Schlumpf sagt... Oh nein, das wirst du nicht, Schlumpfi. Lass los, Hefti. Ich hab ihn zuerst gesehen. Mir wird er großartig stehen. Was gibt den Mantel her? So was. Schnell, Papa Schnuffi, wir haben uns alle kältet. Nun, ein Winterschnupfen ist mit einem heißen Schlumpfwurzeltee sofort kuriert. Nanu, was ist denn das? Ist das alles, was noch da ist? Schlaubi, hast du nicht neuen Vorrat aus dem Wald geholt, wie ich dir befohlen habe? Du, mich, was, Papa Schlumpf? Ich hatte zu tun und da habe ich Fauli gesagt, er soll's tun. Und ich musste dringend schlafen, da habe ich heftig gesagt. Das war dein Job, nicht meiner. Jawohl, recht hat er. Ruhe! Nur weil ihr so nachlässig wart, bekommen wir jetzt womöglich die Schlumpfmonia. Es sei denn, wir finden noch irgendwo Schlumpfwurzeln. Hallo. Schnuffi, wir brauchen deine Hilfe. Viele Schlümpfe sind krank und mir ist die Schlumpfwurzel ausgegangen. Also das wird mir ein Vergnügen sein, Papa Schlumpf. Allerdings haben wir einige sehr unschlumpfige Schlümpfe den Mantel ruiniert. Den wirst du bei dieser Kälte natürlich brauchen. Papa Schlumpf, ich bin völlig erkältet. Das ist unmenschlich, wo du doch immer sagst, dass ich... Schlaubi, halt den Mund. Oh nein, ich werde mir die Zähne erfrieren. Worauf wartest du noch? Der Nächste? Den hast du wieder prima hingekriegt, Zwirni. Na, was hast du denn erwartet? Ich verstehe mein Handwerk. Wir haben volles Vertrauen, Schnuffi, dass du uns ein bisschen Schlumpfwurzel bringst. Fast alle Schlümpfe leiden schon an der Schlumpfmonia, außer dir und, mir. Keine Sorge, Papa Schlumpf. Schnuffi versagt nicht. Schlumpfwurzel, ich spüre, du bist hier. Ach, wir müssen bald was zu essen finden, Asael. Aha, was ist denn das? Mir schwant, wir sind da etwas sehr Brauchbarem auf der Spur, Asrael. Ja, Schlumpfwurzelauftrag erfüllt. Hallo. Auf Wiedersehen. Hinterher, Asrael, fang ihn hier. Aha, ich sehe ihn, Asrael. Nein, den hol ich mir. Ich kriege dich, du kleiner, knackiger Schlumpf, ja? Mann, oh Mann, ist das ein fetter, kleiner Bursche, aber er sitzt da ziemlich festig, ja? Adio, Garamel und Asrael. Schönen Tag noch.
unser letztes Holz. Ich hoffe, Schnuffi kommt bald wieder oder wir brauchen keinen Tee mehr. Ich habe hier noch etwas, was wir verbrennen können, Papa Schlumpf. Es ist mein Lieblingsmüll. Ja, danke, Gammeli. Holzstückchen, Borke, Zweige, Blätter, ja, Dreck, Staub, Fischgräten, ein paar Klammern und Bolzen und anderes. Das war sehr freundlich von dir, Gammeli. Na ja, danke schön. Nicht der Rede wert, Papa Schlumpf. Die Taschentücher auf den Müll. Sagte da nicht jemand Müll? Hallo, hier ist die Schlumpfwurzel. Hurra! Scheint heute ein heißer Tag zu werden, meine lieben Freunde. Sagt ihr ein heißer Tag? Wer will uns veräppeln? Das sind drei Schlumpfnamen. Ja, Schnuffi ist immer auf alles vorbereitet.